Hallo und herzlich willkommen zurück zu Agrarian Skies 2. Jo, hier hat sich einiges getan. Hier drüben auch. Ich habe ein bisschen umgebaut, habe die Plattform vergrößert und die Grafik ist auch bedeutend besser und flüssiger. Ich habe mal wieder ein bisschen rumgestellt. Und ich habe mich um die Beschaffung von Ressourcen gekümmert. Außerdem habe ich ganz viel Zeug im Inventar. So, wir wollen nämlich ein paar ganz viele Sachen. Als allererstes haben wir jetzt hier Molten Aluminum und ein Fired Clay Bucket drin. Wenn wir das Ganze jetzt mit Aluminium aufgießen, und zwar zwei Ingots, bekommen wir einen Pot. Ja, und auf Pot stehen wir alle. Dann schmeißen wir hier zwei Gold und zwei Silver rein für Elektrum. Dann habe ich hier drinne, nee, die habe ich schon im Inventar, neun Glas. So aufgesplittet. Zusammen mit drei Silber. Gibt Mirrors. Mirrors und halt Redstone und Holz. Ja. Gibt uns Solar Panels, die Strom produzieren, offensichtlich. Dann checken wir mal hier. Fast durch. Dann können wir als nächstes eigentlich schon das Eisen und das erste Ferrus reinwerfen. Aus dem Gold und dem Silber wird Elektrum. Tada. Und aus dem Eisen und dem Ferrus wird Invar. So, Elektrum, Elektrum. So. Electrum Gears. Kann man anscheinend nur gießen. Oh, das ist ätzend. Da hätte ich vorher drüber nachdenken können. Aber macht nichts. Dann können wir uns inzwischen die Zeit damit vertreiben, Quests einzulösen. Und zwar ganz viele. Also, hier wollen wir den Reward Bag. Was wollen wir hier? Oh, eine Bone Crook mit Enchantment. Na, wir nehmen den Reward Bag. Neverack. Endstone. Das waren die. Sky Farm? Nee. Kitchen Nightmares? Nee. Dann was bei Tinker's Toys. Ja. Okay. Das wollen wir claimen. Das wollen wir claimen. So viele Claims überall. Ah, unterhaltsam. So, und dann schmeißen wir mal schnell das, 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 das und das und das und das weg und das weg. So. Noch was Ungeclaimtes? Scheint nicht so. Oder? Nee. Sieht gut aus. Okay. Dann checken wir mal hier drüben. Was können wir noch hier reinpacken? Das Invar wollen wir auf jeden Fall in Ingot-Form. Nur, der Hammer war es, wenn ich mich richtig entsinne. Nee, es war das Sieve. Vier Invar, zwei Invar Nuggets und ein Electrum Gear. Deswegen gießen wir jetzt das ganze Invar ab. Außerdem sollten wir uns vielleicht nochmal ein Gold und ein Silber holen. Das ebenfalls mit hier reinwerfen. Joink und Joink. Außerdem können wir auch gleich noch unsere Reward Bags öffnen. Aber erst gießen wir noch das verbleibende Invar ab. Und so. Wie viele sind es noch? Zwei, okay. Also eins. Und zwei. Ah, dang it! Shit. Das lief nicht wie geplant. Okay. Fluid Conduit, Temperate, Hardened. Was brauchst du? Zwei Invar Ingots. Und in der Opaque-Version Invar und LED. Okay. Das war jetzt dumm gelaufen. Und zwar ganz aktiv, ganz dumm. Ah, jetzt brauchen wir nur noch ein Servo. Eisen, Eisen, Glas und Redstone. Haben wir noch ein Glas? Nee. Wir haben anscheinend auch keinen Sand mehr. Shit.
Das kommt dabei raus, wenn man nicht aufpasst. Dann machen wir uns mal schnell einen Sand. Ja, einen Sand. Hauen das in unsere Furnace. Dann brauche ich noch 3 Eisen waren das, glaube ich. Yep. Und ein Redstone. Okay, einmal Iron Nuggets. Das und das. So rum, wenn ich mich nicht täusche. Und das. Und das eine Glas. Upsala. Geht doch. Servos. 2 Stück auch gleich noch. Joink. Und joink. Und schon ist unser tolles Elektrum wieder in der Smeltery. Das war schön blöd meinerseits. So, das braucht wie viele Ingots? 4? 4 Ingots. Für ein Gear, okay. Dann haben wir das jetzt. Dann brauchen wir als nächstes den Crafting Table. Und anscheinend, ich glaube, mehr Invar. Ja, mehr Invar. God damn it. Also, 2 Eisen, ein Ferrus. Dann kloppen wir das hier schnell hier rein. Nehmen das raus und packen das rein. Ihr seht übrigens wahrscheinlich auch, ich habe viel mehr Inventarplatz. Ich war zwischen den Episoden fleißig und habe Achievements gemacht. Ich bin zwar kein großer Freund von so einem Kram, aber es ließ sich nicht ändern. Das Brot könnte ich noch toasten. Nicht dahin. Dorthin. Packen wir einfach die Kohle da rein. Was soll's, brauchen wir eh sonst nicht. Dann machen wir so. Zack. Was kann ich noch wegpacken? Das kann weg, das kann weg. Das kann ich behalten. Kann weg, kann weg. Hüppala. Das kann hier rein, das kann hier rein. Das kann auch dort rein. Mystical Purple Flower und Flower Seeds, cool. Und 2 Spawn Chicken, sehr cool. So, an und für sich müsste ich jetzt theoretisch sogar noch ein Achievement bekommen können. Tada! Fehlen noch 2 Inventory Slots. Außerdem müsste mir das auch noch eine andere Quest abgeschlossen haben. Botanical Engineering. Ah ne, dafür brauche ich Potsoul. Meh. Nicht interessant. Also du weg und... Falsch. Du weg und du weg. Oh, und das andere, was ich noch machen wollte, war... mir ein Pattern klauen. Gar kein Holz mehr hier. Oh, schnell eine Truhe. Und ein Blank Pattern. Gibt noch eine Pattern Chest. Wenn wir die jetzt hier drüben hinstellen, zur Smeltery, zack, können wir da unsere Patterns reinbappen. Dann stellen wir außerdem noch fest, wir brauchen mehr Lava. Ups. Entschuldigung. Wie ihr auch sehen werdet, ich habe hier jetzt endlich den Cobblegen gebaut. Mehr oder weniger gebaut mit einer Transfer Node von Extra Utilities, mit einem World Interaction Upgrade. Das meint theoretisch den Cobblestone hier immer wieder. Bringt den entweder hier drüben zum Barrel oder direkt in die Crucible, deswegen muss ich bei dem Ding hier jetzt nicht allzu viel machen. Zack. Ich kann mir einfach immer wieder Buckets rausholen. Machen wir das doch einfach mal demonstrativ und füllen nach. Dann schnappen wir uns unser Invar. Kleinen Moment bitte. So, da bin ich wieder. Oh, das dürfte reichen. Dann schnappen wir uns noch das. Jetzt brauche ich nur noch genug String für ein verbleibendes Netz. Das haben wir hier. Oh, 9 String. Zack. Das und das. Und das und das und das. Gibt ein Automatic Sieve. Oder Sieve. Wie auch immer. Schön. Das können wir eigentlich irgendwo hier drüben schon mal hinstellen. Zack. Da dran kommen unsere 2 coolen Solar Panels. Und es lädt auf. Es braucht 6 RF. Ein Solar Panel Stufe 1 macht 2. Das sind 2 und 4. Das heißt, wir könnten theoretisch noch 2 Stück bauen. Dafür bräuchten wir nochmal 2 Silver. Haben wir die denn? 2 Silver. Dann brauchen wir noch 6 Glas.
Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, die platzieren wir auch nochmal in der Gegend. Upp, nicht den Toast essen. Obwohl, den Toast essen. Essen wir den Toast. Mehr hiervon kaputt machen. Das können wir gleich auch ein bisschen abkürzen. Ja. Dann kommt das hier oben rein. Ich denke nur, dass das mit den Planken so nicht reicht. Auch noch welche. Ja. Wer bist du? Du machst mir mehr leckeren Toast. Außerdem haben wir Cooked Salmon. Schnapp uns auch. Pufferfisch könnt ihr übrigens nicht braten. Solltet ihr aber auch nicht essen. Die sind recht ätzend, habe ich festgestellt. Also auch nicht roh essen. Ihr könnt sie nicht kochen, ihr könnt sie nur roh essen. So, und dann könnte ich eigentlich schon mal den ganzen anderen Kram vorbereiten. Wir brauchen dann nämlich nochmal zwei Redstone. Die zwei Silver mit den ersten drei Glas. So, ergibt Mirrors. Das dauert noch einen Moment. Drei Mirrors plus ein Redstone plus Holz. Von dem ich schon wieder keins mehr habe. Weil ich das dauernd irgendwie in die Furnaces werfe. Wer bist du? Das letzte Glas. Trommelwirbel. Joik. Oh. Hübsch. Drei Glas. Silver. Redstone. Oh, das dürfte das Energielevel halten. Jetzt bräuchten wir noch ein letztes Silber und nochmal drei Glas. Nun gut. Es lässt sich wohl nicht vermeiden. Eins, zwei, drei. Gott, das geht mir so auf den Sack, dass man die Sachen nicht aus der Schnellleiste Shift klicken kann. Naja, haben wir mal das kaputt. Hauen das nochmal hier rein. In der Zwischenzeit checken wir mal unseren coolen Obst- und Gemüsegarten, den ich ein bisschen erweitert habe. Wie man, glaube ich, ganz gut sieht. Ich habe außerdem auch noch recht viel Dirt hergestellt und habe das Zeug gesiebt in der Hoffnung, dass wir... das geht hier nicht, das muss ich hier machen. In der Hoffnung, dass wir mehr Seeds bekommen, denn Brot ist natürlich ein ganz cooles Zeug. Ich wollte nicht den Toast shiften, sondern das Brot. Dann können wir das noch wegräumen. Außerdem habe ich hier Laub drin. Ich habe mir nämlich ein paar Scheren gemacht. Mit Scheren kann man recht effizient mehr Dirt herstellen. So, das und das und das. Und noch ein letztes hiervon. So. Mehr Solar Panels. Joink und joink. Tada! So, jetzt verbrauchen wir 6 RF, produzieren aber 8. Cool. Was sagen denn unsere Quests? Learning to Skyblock. Lumberjack, Auto Mining. Wir könnten dieses Cobblegen-Upgrade machen. Das sollte inzwischen etwas einfacher gehen. Wir könnten uns allerdings auch noch angucken, wie wir das mit dem Auto-Hammerer machen. Wie viel Eisen haben wir denn? 54. Der Hammerer braucht eine Piston, eine Weighted Pressure Plate und ein Anvil. Das sind drei Blöcke. Wir können ja mal schnell gucken, ob das geht. Drei Blöcke, dann eine Piston, die braucht mehr Redstone, Holz, Cobblestone. Wir brauchen den Anvil. Wir brauchen eine Weighted Pressure Plate aus Iron. Die dort, die dort, die dort. Und der Rest war Invar, wenn ich mich nicht täusche. Ja, sechs Invar-Ingots. Das heißt, wir brauchen zwei Ferrus und hier. Obwohl, wir haben ja auch noch Invar drin. Dann brauchen wir eigentlich nur eins davon. Noch mehr. Ja, die zwei verbleibenden Elektrum. Ups, das war Missklick. Ja. Das wird wohl noch eine Sekunde dauern. Dann können wir den anderen Quark eigentlich schon wieder wegräumen.
Tschüss Ferrus, tschüss Electrum, tschüss Eisen. Ah, da, ich habe mich schon wieder verzählt, ne? Ja, hab ich. Okay. Noch zwei Eisen, noch ein Ferrus. Wir brauchen ja insgesamt 6 Ingots, haben aber nur 2. So. 38.000 RF. Die Dinger können jeweils 50.000 speichern. Wir können das ja jetzt eigentlich mal ganz gemütlich demonstrieren. Joink. 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 Machen wir mal 8 Stück. 5, 6, 7 und 8. Ja. Die können wir jetzt hier reinpacken und das Ganze wird automatisch gesiebt. Warum ist das für mich interessant? Ganz einfach. Das lässt sich wundervoll automatisieren. Das andere, was ich mir jetzt allerdings überlegt habe, ist, wir sollten dann eventuell die Wasserquelle ein bisschen umschieben. Dann können wir dieses ganze Teil nämlich auch gleich automatisieren. Ham ham. Dafür brauchen wir aber Flux Ducts. Deutsch. Englisch. Wörter. Oh, 3 Invar Ingots. 1. Wie weit bist du? Noch nicht ganz. 2. Und 3. Na komm. Schmelzt Eisen. Nice. Und 4. Joink. Sehr hübsch. So, jetzt haben wir auch gleich noch unseren Auto-Hammerer. Das dürfte die ganze Chose ein wenig einfacher machen. Dann habe ich hier einen Eimer. 1 und 2 und 3. Jetzt müssen wir nur noch das Wasser hier drüben loswerden. Ja. Wasser wäre schon mal weg. Jetzt müssen wir den Rahmen hier noch entfernen. Den lassen wir da, damit hier nicht gleich alles überschwemmt wird. Cool. Wenn wir jetzt den Hammerer hier dran platzieren, wird er gleich mit Cobblestone befüllt. Du hast schon mal durchaus nicht allzu schlecht fette Beute gemacht. Dann schnappen wir uns das Sieve und platzieren das hier. Zack, zack und zack. So, und jetzt hatten wir überlegt, von wegen Flux Ducts. Leadstone Flux Duct, 200 RF, 6 Redstone. Okay, ich melde mich dann gleich wieder. Oder? Tue ich das? Wie weit ist denn die Zeit? Ja, ich melde mich gleich wieder. Moment. So, da bin ich wieder. Ich hatte Erfolg. 6 Redstone, ein Glas und 2 Lead ergibt Leadstone Flux Ducts. So, das heißt also, ich habe hier schon mal alles hingelegt. Wenn wir jetzt das so machen, tada, werden beide mit Energie versorgt. Schalten wir das mal kurz aus. Er verbraucht ja noch keinen Strom. Du auch nicht, die haben alle schon Energie gespeichert. Deswegen geht das Ganze gerade ein bisschen schön schnell mit dem Auffüllen hier. Das Einzige, worüber wir uns jetzt noch Gedanken machen müssen, ist, Jank, wie wir die Items von hier nach da kriegen. Und das ist eine der ältesten Lösungen der Welt. Wir machen uns einen Hopper. Oder aber, wenn ich unser Ding jetzt hier nochmal mache, Item Duct, 2 Tin und 1 Lead, das ist wahrscheinlich noch billiger. 2 Tin und 1 Lead. So. Joink und Joink. Und Joink. Ergibt Item Ducts. Jetzt brauchen wir noch den Servo. Und eine Chest wäre wahrscheinlich auch noch toll. Und wir sollten uns vielleicht auch noch gleich einen Crescent Hammer machen. Mit 3 Eisen und einem Tin.
3 Eisen und ein Tin. Ein Tin in die Mitte. Und 1 und 2 und 3. Crescent Hammer. Und hier. Das Floor Duct können wir jetzt nicht mehr gebrauchen. Nur die Item Ducts. Einmal kurz hier durch. So. Servo. Ignored. Und schon verschwinden die Gravels. Tada. In unseren Sifter. Jetzt haben wir hier noch eine Truhe. Und noch ein Item Duct. Und noch ein Servo. Den wir auch sagen, ignored. Und schon verschwinden die Drops, die wir kriegen, in die Chest. Tada. So, jetzt ist nur noch die Frage, wie hieß dieses andere Teil, was ich jetzt noch wollte? Nein. Crafter ist es nicht. Crafting. Scheint es auch nicht zu sein. Wie hieß denn dieses Teil? Trommelwirbel, finde ich's. Anscheinend nicht. Es wäre nur noch die Frage, weiß ich vielleicht aus welchem Mod das war. Autopackager, da ist er doch. Drei Pistons, eine Redstone Reception Coil, ist ein Gold und zwei. Na, das ist mir jetzt zu umständlich. Na, dann lassen wir dieses Ding mal laufen. Und dann beschäftigen wir uns nochmal mit unserem Questbook. Cobblegen Upgrade. Dafür brauchten wir noch einen Eimer. Noch einen Eimer vor allem. Da ist unser Stone Miner. Da sind nochmal drei Eisen. Machen wir es ganz schnell, zack. Zwei hiervon. Jetzt sollten wir vielleicht nur noch... Ja. Gosh dang it, shift click Y. Eine Infinite Water Source machen. Ja. Ein Wasser. Da eine Lava. Okay, Herstellung sind 6 Smooth Stone. Machen wir mal 6 Smooth Stone da rein. Lava, Wasser, Miner. Ich könnte schwören, ich hätte irgendwo auch noch Smooth Stone gehabt. Clay. Ne, anscheinend nicht mehr. Okay, dann checken wir unser Questbook mal weiter. Zwischen den Episoden werde ich mich vermutlich damit beschäftigen, eine Mob-Trap zu bauen. Ansonsten wäre das nächste, was ich jetzt machen wollen würde, mir den Slimy Sapling schnappen. Und wenn ich hab, Bone Meal. Oh, schön. Und mit meiner Flint Hatchet den Baum hier umhacken. Tschüss, Baum. Könnte ich eigentlich auch gleich nochmal mit der Schere hier so ein bisschen drüber gehen. So. What could possibly go wrong? Okay. So, Slimy Sapling. Bone meal, please. God damn it. Hatchet. Hauen wir halt noch schnell den Baum hier um. So. Anscheinend hat der Slimy Sapling einfach nicht genug Platz zu wachsen. Ja, das ist schnell behoben. Okay. Die Watering Can habe ich leider auch nicht mehr einstecken. Aber wir haben schon wieder einen ganzen Haufen Laub. Und ich sollte was essen, stelle ich fest. Na gut, machen wir uns mal mehr Dirt. So. Hat Laub eigentlich eine Burntime? Nö. Schade. Tschüss Laub. Tschüss Bessel. Tschüss Saplinge.
Dann haben wir kurz einen Sword hier drin. Schnappen uns die Crook und die Watering Can. Ah, hab ich schon im Inventar, cool. Ja. Kann man die eigentlich noch mit Bone Meal kombinieren? Nee, okay. Okay. Ach ja, was essen, genau, da war ja was. So, schnell was futtern. Wachse, Slimy Sapling, wachse! Oder beschwerst du dich immer noch über das Laub hier drüben? Machen wir das mal weg. Ja. Das hier drüben können wir auch noch entsorgen. Bitte entschuldigt den Hund, der da draußen bellt, falls ihr den hört. Es ist nicht meiner. So, das schwebende Basilikum, immer sehr willkommen. Alter, wachs doch endlich. Wachse. Yay. Okay. Bekomme ich einen Slimy Sapling? Wäre das möglich? So viel zum Thema Luck. Dann versuchen wir es mal mit der Crook. Komm schon. Komm schon, gib mir Slimy Sapling. Ah, so langsam wird's happig. Okay, Blue Slime Ball. Können wir Slimy Saplings dann vielleicht irgendwie craften? Ah, okay. Indem wir grünen Slime siften. Oder? Grüner Slime, ne? Ja. Ich muss mich auf jeden Fall ein bisschen auftürmen. So. Schweinerei. Nicht ein Sapling. Na gut. Halten wir das Ding mal ab. So, und die kann man so umcraften. 6 Slime Balls will er sehen. Ja. Jetzt kann man die, soweit ich weiß, wieder zurückcraften zu den Slime-Dingern. Hämmern wird das hier mal ab. Gibt es noch eine Crafting-Möglichkeit? Nee. Nur das 7, 4%. Hm. Okay. Nein. Nein. Wenn ich keinen krieg, muss ich mir einen reinschieten. Okay, ich muss mir einen reinschieten. Ihr seid meine Zeugen. Joink. Mission abgeschlossen. Neuer Slimy Sapling. Dann räumen wir dich gerade wieder weg. Tschüss, tschüss und tschüss. Kann ich die Dinger für irgendwas benutzen? Sieht nicht danach aus. Kann ich die uncraften? Nein. So, und was heißt Bouncy? Doing, 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 doing. Das heißt, mehr nutzloses Zeug. Und Gelatinous Slime. Hm. Okay, dann räumen wir mal schnell unsere Ergebnisse vom 7 wieder weg und den Apfel. Checken wir mal, was das hier drüben so alles treibt. Eisen, Kupfer, Nickel, Silber, Tin, Blei, Eisen, Aluminium. Nice. Funktioniert doch hervorragend. Ihr habt zwar keinen Saft mehr, aber hey, immerhin. Dann wäre es wahrscheinlich an der Zeit, dass wir uns dann auch schon direkt wieder mit einer neuen Variante von Energieerzeugung beschäftigen, aber
der Timer vibriert und das letzte, was ich jetzt noch machen will, ist dieses blöde Cobblegen-Upgrade bauen. Tada. Und tada. Und Power Drive, Stone Generator. Wie macht man denn dieses Ding? RF Engine, ein Block Redstone. Alter Verwalter. Noch ein Block Redstone. Okay. Dann würde ich sagen, melde ich mich nächstes Mal wieder, aber vorher sollte ich mal noch gucken. Survivalist Generator braucht 3 Redstone. Oder der Furnace Generator, wo ist der denn? Deaktiviert. Lava Generator. Ender Generator, Heated Redstone, Culinary Potions, Solar? Block Diamond, na dankeschön. Generation 16. Dafür habe ich nicht genug Silber. Stone Generator, Iron Generator, Diamond Generator. Okay, dann mache ich zwischen den Episoden noch einen Survivalist Generator. Und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder, hoffe ich. Dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Denkt dran, wenn das denn der Fall war, ihr könnt unsere Videos gerne liken und unseren Channel abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade. Bye, Leute.